Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zurück bei den Lylat Wars Community Aufstoßer. Lylat Wars Community Challenges. Ja, nicht über die Hits da unten wundern. Ich habe den Loads of Hits Cheat verwendet. Einfach mal über hierher zu kommen. 999 Abschüsse auf Fortuna, das ist jetzt so leicht leider nicht möglich. Ja, Leute, stattdessen widmen wir uns heute aber mal... Was war denn das jetzt für eine Überleitung? Egal, wir widmen uns jetzt Solar. Solar! Ein Planet, der relativ oft von euch gewünscht worden ist. Mit verschiedenen Varianten. Aber die meisten Varianten liefen eigentlich immer auf ein und dasselbe Ziel hinaus. Weswegen ich euch das Ganze jetzt mal erkläre. Wir machen heute folgende Challenge. Und zwar soll ich mir keinen einzigen Energiering schnappen und die Medaille holen. Das klingt jetzt alles relativ harmlos. Aber Leute, diese Mission hat es in sich. Keinen einzigen Energiering schnappen. Nicht mal versehentlich. Nicht mal versehentlich darf uns das passieren. Das bedeutet, es wird heftig. Sobald ich einen Energiering einsammle, muss ich das Level nochmal wiederholen. Und ja, damit ihr aber auch nicht denkt, oh, der fliegt jetzt einfach nur geradeaus durch oder sonst was und versucht halt keine Gegner zu treffen, damit keine Energieringe kommen. Ganz so einfach ist es nicht. Ich versuche natürlich die Medaille zu holen. Das heißt, ich muss Gegner beschießen. Und nahezu jeder Gegner gibt hier leider einen Energiering für uns. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. So, hier versuche ich jetzt einfach mal durchzurushen, damit wir möglichst viel Energie noch übrig haben. Jetzt seht ihr nämlich das Problem bei dieser Mission. Wir verlieren kontinuierlich Energie. Das heißt, früher oder später und gerade beim Boss wird das Ganze dann zu einem No-Damage-Run sozusagen. Sprich, wir dürfen nicht einmal mehr getroffen werden, sonst heißt es nämlich sofort Sayonara. Das ist die Schwierigkeit bei dieser Challenge und ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich dafür brauche. Ja, fresse, Slippy. Slippy zählt dabei so ein bisschen die Temperatur. Ist alles nicht so ganz einfach hier. So. Ja, den hätte ich eigentlich mitnehmen können, den Laser. Der hätte mir sogar vieles erleichtert. Ganz ohne Power-Ups muss ja nicht sein. Aber zumindest mal keine Energie einsammeln. Uah. Okay. Aber das mit der Medaille wird jetzt schon eng. Ich habe jetzt ziemlich viel ausgelassen. Aus Angst auch so ein Stück weit. Weil ihr seht echt, fast jeder Gegner gibt einen Energiering ab. Und das macht die Sache hier so schwer. So, den Checkpoint dürfen wir dann natürlich auch nicht kassieren, weil der gibt uns ja auch Energie wieder. Das heißt, das Ganze auch noch ohne Checkpoint. Yay! Das ist doch lustig. Das macht Spaß. Ebi. Ja. Oh, ich bin zu heiß. Das ist ja heiß. Die Erde hier, Slippy. Das hast du richtig erkannt. Ja. Slippy übernimmt hier so ein bisschen den Part von Paschulke. Ah, gut. Okay. Bis hierhin sind wir ganz gut durchgekommen. Oh nein! Ah, fuck! Oh, und da ist es geschehen. Der kam so schnell. Gut. Okay, probieren wir es nochmal. Was soll's. Ist ja egal. Das kann natürlich jetzt immer mal wieder vorkommen. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Mission dauern wird. Wie wir da durchkommen. Okay, noch ein Versuch. Diesmal strenge ich mich auch ein bisschen mehr an, dass wir auch mal ein paar... Weil eben war ich zu zaghaft mit den Hits. Ich probiere es jetzt mal mit der alten Cheat-Taktik hier so... Cheat-Taktik, ja. Mit der alten Highscore-Taktik. So. Ja, 23 ist... Damit bin ich zufrieden. Da habe ich schon mal ein ganz gutes Polster geschaffen. Wunderbar. Den auch noch mitgenommen. Aber das ist so schwierig daran zu denken, dass man hier ja keinen Energiering mitnimmt. Und der Bosskampf wird ganz besondere Härte noch darstellen. Weil den ohne Energieverlust zu schaffen, ehrlich gesagt, wird schwer. Ich war schon oft in der Situation, dass mein Energiebalken runter war und ich deswegen keine Energie mehr gegen ihn verlieren durfte. Und meistens ging es auch gut. Eventuell hilft mir das. Bin mal gespannt. So, den Power-Up nehmen wir mit. Weil den noch mit Single-Laser dann zu machen, den Boss, das wäre ein bisschen zu heftig dann. Also, boah. Nee. Das wäre extrem
Edition dann sozusagen. Wobei, ja, es sind die Community Challenges. Eigentlich müsste ich mir es ja so schwer wie möglich machen. Aber gut. Wir gucken mal. Das ist jetzt auch wirklich mal eine Challenge, wo ich verschiedene Sachen von euch kombiniert habe. Einmal das mit dem keine Energieringe einsammeln und ja, dementsprechend natürlich dann quasi einen No-Damage-Run hinlegen in gewisser Weise. Wobei ich am Anfang jetzt Schaden genommen habe, also mit No-Damage wäre es eigentlich jetzt schon vorbei. Gut. Bisher läuft es ganz okay. Ich muss sagen, es ist doch einfacher, den Energieringen auszuweichen, als ich dachte. Ich hätte gedacht, das würde mich vor größere Herausforderungen stellen. Aber man sieht sie halt von relativ weit hinten schon ankommen und von daher kann man dann schon besser drauf reagieren. Ja, ja, Falco. So, Medaille haben wir im Sack. Eigentlich müsste ich jetzt gar niemanden mehr abschießen. Ich mach's trotzdem. Für die Ehre. Für Reichtum, Macht und Ruhm. So. Aber wir sind nicht Gold Roger. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. So, der Bosskampf. Das wird jetzt die eigentliche Schwierigkeit. So, kurz durchatmen. Das Problem wird sein, er schießt Felsen los. Und den auszuweichen, ist verdammt schwer. So. Ja! Boah, weil er sie nämlich wirklich aus nächster Nähe schießt. Oh, wow. Hier auf das Ärmchen muss ich aufpassen. Ja, maybe hat er nur noch einen Arm. Aim for the verbliebene Arm. So. Das Problem bei diesen Felsen ist, wir sollten diesmal versuchen, ihnen auszuweichen und nicht sie zu beschießen. Und ich muss aufpassen, dass ich das reflexartig nicht mache, auf die Felsen ballern, weil dann ist es unmöglich, den Energiering auszuweichen. Die kommen so nah an euch ran. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Himmel. Man muss doch nicht sein. Yeah. Bist du bereit? Dann nimm das. Jetzt machen wir auch noch deinen letzten Arm weg. So, und jetzt geht der heiße Tanz erst richtig los, Herr Lustig. Schnell auf den Kopf drauf. Keine Müdigkeit vorschützen. Boah. Ein Glück, er hat sie diesmal nicht auf uns gefeuert, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man da am besten ausweicht. So, komm her. Komm her. Weil ich glaube, gleich springt er in die Lava rein. Okay, aufgepasst. Im richtigen Moment ein Looping machen! Yeah! Sehr schön. Hat funktioniert. Und wieder auf den Kopf. Wir dürfen ihn... Ja! Ausweichen. Wow! Diese Attacke sehe ich von ihm ganz, ganz selten. Diesen Feuerkreisel. Das war eine kleine Rarität jetzt. Okay. So. Oh, scheiße! Oh, nein! Boah! Dass wir da durchgekommen sind gerade. Wir haben es geschafft. Boah, ich habe mich eben schon sterben sehen bei der letzten Attacke eben. Ein Glück. Wir haben die Challenge geschafft. Mit einer niedrigen Energieleiste haben wir diese Mission geschafft. Wahnsinn. Ja, ja, Slippy, ich auch. Weißt du, guck mal auf meine Energieleiste, die ist viel schlimmer. Wahnsinn. Okay, das ging dann doch flotter, als ich dachte. Da hast du recht. Also bei der letzten Attacke beim Boss eben hatte ich, glaube ich, wirklich richtig Glück. Das hat Falco schon richtig erfasst. Ich hätte gedacht, ich brauche die 25 Leben. Wahnsinn. Das ging. Beim zweiten Versuch geschafft. Und den Boss beim ersten Versuch. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Ah, sehr schön. Challenge geschafft. Keinen Energiering eingesammelt. Und die Medaille. Noch oben drauf sozusagen. Eine weitere Challenge von euch. Ja, Leute. Im nächsten Part steht mal was ganz Besonderes an. Ein Novum. Im nächsten Part erwarten euch mal 3 Missionen auf einmal. Denn was ich da bekommen habe, war eine kombinierte Challenge. Eine kombinierte Challenge aus insgesamt 3 Missionen. Und die werde ich euch im nächsten Part mal zeigen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Idee. Muss ich ehrlich sagen. Was das aber genau ist, das erzähle ich euch dann genauer. Im nächsten Part. Das hat heute sehr gut funktioniert. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Also bis dann.